Jetzt gehe ich aber mal schlafen. Gute Nacht. Tada! Jetzt bin ich wieder fit. Ich habe hier super geschlafen und ich wollte euch noch mal kurz zeigen, was für ein Hotel das hier ist. Und zwar als Tesla-Fahrer oder als E-Auto-Fahrer, ganz egal. Kommt doch mal in das neue Schlosshotel in Kassel. Das neue Schlosshotel. Das hat so ein bisschen Bauhaus-Stil. Was sieht das hier? Ja. Und ist direkt hier an dieser Wilhelmshöhe gelegen. Und also wirklich, puh, wunderschön. Ja. Geht mal auf die Webseite von dem Hotel. Also ist wirklich, wirklich toll. Hat auch einen Spa-Bereich, den ich jetzt leider nicht ausprobiert habe. Die Marlene Dietrich hat hier ihre Filmkarriere gestartet. Und es sind vier Lader da, zwei Tesla und zwei normale Lader für ein normale Typ-2-Stecker. Und es hier kommen 22 kW raus. Also wunderbar. Ich bin auf 90% mit dem Akku und ich gehe jetzt frühstücken. So, jetzt geht es wieder zum Auto und weiter zum Erik. Schauen wir mal, wie wieder heute Tag sich entwickelt bei diesem Wetter. Da sind die beiden. Ja, und der Termin mit dem Erik steht schon auf dem Display. Ja, das Telefon synchronisiert sich gleich mit dem Tesla. Wenn ich jetzt die Adresse eingegeben hätte schon vom Erik hier, dann wäre die auch schon da. Aber die habe ich jetzt hier. Und wir brauchen 1 Stunde 48 Minuten und wird um 11.24 Uhr da. Gut, nur eine halbe Stunde Pause, Luft, nicht Pause, eine halbe Stunde Luft. Das mache ich immer so, damit ich keinen Stress kriege, falls irgendwas dazwischen kommt und Staus sind und so. Hat sich immer bewährt und Zeit brauche ich immer zum Telefonieren und Arbeiten. So, dann fahren wir los von Kassel, Wilhelmshöhe. Das Auto heizt schon, es ist kalt draußen, 12 Grad nur. Auf zum Erik. Die Tine hat ihn gezogen auf unserem letzten Special, was wir in Moers hatten. Beim Supercharger. Ich blende das mal kurz ein, dass ihr noch mal wisst, um was es hier geht. Genau, zu dem Erik fahren wir jetzt und los geht's. Ein Apfel habe ich noch dabei. Trinken die Säfte noch von gestern, Karottensaft und diesen wunderbar leckeren Bio-Sanddorn. Nicht vergessen, ja, sehr, sehr süß. Ja. Und es regnet, deshalb machen wir das hier an. Schnallt sind wir. Es wäre mal was mit so einer Leine loszufahren. Weiß nicht, ob er das machen würde. Also wenn er verriegelt, macht das nicht. Dann weiß er, dass das dran steckt. Ich muss es mal ausprobieren. Jetzt hoffe ich mal, dass das Hotel mich noch rauslässt, weil ich habe noch eine Weile gearbeitet. Wunderschöner Destination Charger, wirklich zu empfehlen. Die Nacht war 110 Euro mit inklusive Frühstück. Kann man nicht meckern bei der Qualität. Ist natürlich nicht das, was ich normalerweise gerne bezahle, aber das kleine Plus kann man sich leisten, wenn wirklich der Tesla auch kumuliert steht. Way too much.
Dankeschön, Markus. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Und schönes Wetter haben wir auch einigermaßen. Mal schauen. Ja, das passt so zu der Ladestation da oben. Ja, okay. Dann fahren wir mal los, nicht, dass wir noch Zeit verlieren. Genau. Dann kann sein, dass dann irgendwann anfängt zu regnen. Das ist jedes Mal wieder beeindruckend, wenn man in so einem E-Auto sitzt. Auch bei Georg in dem Zoe. In der unteren Promenade ist auch eine Ladestation. Da hatte ich ja geschrieben, da waren wir in Dortmund. Da haben wir einmal kostenlos bis 85% wieder voll gemacht. Also du bist ja richtig... Ich bin wirklich total begeistert. Also hast dich ja voll gut getroffen, dass die Tine dich gezogen hat. Ja, wirklich. Also da war ich auch wirklich super glücklich mit. Du hast dich ja ewig nicht gemeldet. Das war, weil ich im Trainingslager ja, war. Ja, hast ich du geschrieben. Im Marathon Menden und laufe dort. Und dann waren wir über Ostern im Trainingslager. Und, nee, ich habe sogar schon einen schönen Hintergrund. Mama ist doch auch einen schönen Hintergrund. Jetzt musst du noch sagen, rechts oder links. Links. Ich brauche mal einen neuen Hintergrund jetzt heute. Ja, mach ich auch. Heute mache ich mir einen neuen Hintergrund. Ne, das war jetzt nur Schulkamera. Du kannst höchstens das Fenster aufmachen und dich oben hinstellen. Und also, dann ja, das Panoramadach ist auch beeindruckend. Wirklich. Die Straßen sind ja fast so schlimm wie in Bitterfeld. Ja, hartes Fahrwerk. Ja, das Luftfahrwerk also ist härter. Also die Straßen sind hier manchmal katastrophal. Das Luftfahrwerk ist härter als das Standardfahrwerk. Ne? Ja. Weil das Standardfahrwerk ist so US-amerikanisch ein bisschen weicher. Ja. Also das ist Stahlfeder. Und das ist mehr auf europäisch. Ja, genau. Das ist mehr europäisch und auch ein bisschen mehr auf Sport getrimmt. Okay. Weil auch diese P-Modelle, die haben ja nur dieses Fahrwerk. Weil die können auf diesem schwammigen Fahrwerk nicht fahren. Okay. Deshalb ist das etwas härter. Aber okay, noch jetzt mit rechts Reifen. Hier. Mit den 19 Zöllern ist das noch sehr okay. Wenn das jetzt sind das denn jetzt noch 19 Zöller? Ja, wenn die 21 Zöller drauf sind, dann ist das so. Ganz noch härter und lauter. Ganz komisch, hart und laut, ja. Es hat sich ja irgendwie so gefühlt.
gefühlsmäßig, wie es das letzte Mal drin saß, so ein bisschen was verändert, oder? Ja, wenn das so eine Mittelkonsole ist, die ist ja neu dazugekommen, die ist bei mir serienmäßig gewesen. Seit so jetzt einem Jahr ungefähr ist die serienmäßig. Du hast aber noch den ersten Autopiloten, ne? Ja, AP1 ist drin. So gerade verfehlt? Ja, nee, schon um ein halbes Jahr verfehlt. So ein halbes Jahr. Weil das ist vom August das Auto hier. Und der AP2, da kam so im Dezember, glaube ich, kam der rein, oder? Ja, ich glaube so, das waren so die letzten Autos letztes Jahr. Aber ich bin zufrieden mit dem, also ich brauche kein AP2. Jetzt, erst wenn der jetzt weiterentwickelt wird, dann natürlich ist der besser. Aber das dauert noch. Und der ist jetzt gerade jetzt, glaube ich, mit jetzt Stand heute, ist der, glaube ich, gerade mal so gleich gut wie der hier. Ja. Und die nächsten Schritte, also das dauert einfach. Jetzt links. Was ist dein erstes E-Auto? Oder dein erstes Auto? Ist jetzt sowieso ein E-Auto, habe ich so das Gefühl. Ich würde ja gerne, aber ich würde erstmal sagen, ich benutze, weil ich ein bisschen so eingestellt bin, ich teile mir erstmal was mit dem anderen. Mhm. Wozu soll ich ein eigenes Auto besitzen, wenn das 23 Stunden am Tag rumsteht? Genau. Deswegen denke ich, teile ich mir mal, mein Vater hat ja den Passat, da ist er mit unterwegs. Und ich denke mal, ich werde mir den Golf mit meiner Mutter teilen. Ein E-Golf? Nein, also 5 Benzin leider noch. Erstmal würde ich, würd ich damit fahren und wenn es dann irgendwann mal ins eigene Auto geht und vielleicht eine Ausbildung, dann werde ich mir auf jeden Fall ein Gebrauchtes kaufen. Ja, bis dahin wird es schon ein paar interessante Autos geben, gebraucht. Verfolgst du auf YouTube noch andere YouTuber? Elektrisiert, dann den Horst Lüning, auch die Tesla-Videos sehr gerne. Und hier amerikanische YouTuber, diesen James Cook aus Großbritannien. Das ist dieser Fully Charged, oder? Genau, den einmal noch. Und es gibt aber noch einen anderen. Der hat so einen Sohn, der sagt immer Jasper oder so. Der, denke, kennst du auch, wenn du den siehst. Model 3 Owners Club, davon habe ich mir jetzt mal ein paar Videos angesehen. Tesla-Fan, ich weiß nicht, wie er heißt, hat ein rotes. Tesla-Fan, F-E-L-N. Ja, genau, den. Sonst... Auf jeden Fall ein paar. Ich kenne auch. Okay, viele. Also wenn du mal ein bisschen noch Elektroautos gucken willst und so ein bisschen auch andere. Was ich ganz toll finde, ist zurzeit der Plug-in. Und zwar ist ein Holländer, der fährt mit einem umgebauten VW Passat. Der ist voll auf Elektro. Da habe ich was in der Zeitschrift Elektroautomobil gelesen. Ja. Ich habe jetzt mir zu Weihnachten ein Abo gewünscht davon. Ich habe davon auch jetzt die ersten 4 oder 5 zu Hause rum. Die fresse ich, wenn sie da sind, sind sie abends schon einmal durch. Also den musst du mal abonnieren bei YouTube und der macht momentan echt gute Videos, der ist gerade in Indien mit seinem E-Auto. In Indien? Ja, der muss sich wieder an sein Englisch gewöhnen, das ist ein Holländer. Ja. Aber der ist wirklich gut und... Hier der Björn, der ist da auch, den hast du auch getroffen. Ja genau, den habe ich ein Video gemacht. So. Da stehen noch die ganzen Kirmeswagen. Hier gehe ich demnächst zur Schule, in einem Berufsblick. Ich bin ja jetzt fertig mit der Schule, mit der Realschule, in 3 Wochen. Dann gehe ich nach dem Sommerferien hier. Maschinen- und technisches Feuerwehr. Was ich dir noch sagen muss zu Georg, Georg ist blind. Mhm. Das heißt, er guckt sich das Auto an, indem er es mal anfasst und so. Komm, dann machen wir das. Guck mal, das ist ein Smart ED, oder? Mit dem Grün? Kann sein. Ja, mit dem E-Kennzeichen. Ja, er guckt sich das Auto an, er hat auch mehrere Solaranlagen, der schraubt hobbymäßig leidenschaftlich an Motorrädern rum. Mhm. Hatte auch ein Samba T1. Und der ist ihm leider letztes Jahr um diese Zeit im Juni abgebrannt. 130.000 Euro Schaden, nur noch die Karosserie. Jetzt hat er aber einen neuen Samba T1 gekauft. Was ist ein Samba T1? Ein Samba, ein VW-Bus, so ein Bulli. Ach so, okay, der ist Samba. Und der ist, Samba ist nochmal so eine spezielle Ausstattungstyp, meine ich. Ja, den hat er jetzt und der ist da drauf und dran, den auf Elektro umzubauen. Ja, da ist er ja mit der Jana Höfner in einer Gruppe praktisch, ja. Jana Höfner. Ist die Zoe, habe ich auch mal gehört. Die Zoe-Pionierin, die hat auch einen VW-Bus jetzt gekauft, ausgeschlachtet und will den auf E umbauen. Was für ein? T1? Weiß nicht, 3 glaube ich ist es. Hier, manche aus den USA haben auch die Käfer umgebaut. Da träume ich ja auch von. Mein Lehrer, ein Musiklehrer von mir, der hat einen Käfer, einen blauen, von 1963 oder 62, also hinten mit diesen 3 geteilten Rücklichtern, da stehe ich total drauf und vorne auf den Kotflügeln die Blinker. Finde ich traumhaft schön, das Auto. Und seitdem habe ich mir, wie ich den gesehen habe, geschworen, ich werde auf jeden Fall einen Käfer haben, aber elektrisch. Super. Das ist ja ein tolles Ziel erstmal. Ja. Und
Und der Georg, ist der von Wurtamt blind oder? Nee, ich weiß so viel, der ist seit der dritten Klasse, wurde das mit den Augen immer schlechter und seitdem ist er blind. Aber der kommt super zurecht. 22 kW Wallbox ist an der Wand, unten 15 kWh Hausspeicher. Hinten im Hinterhof sieht es natürlich nach Werkstatt aus, weil er dann noch mit den Motorrädern rumschraubt. Da bin ich ja froh, dass ich meine Akkus vorgeladen habe von der Kamera. Richtig, habe ich ja richtige Futter noch für meinen Vlog. Ich war in letzter Zeit ein bisschen faul mit dem Vlog, hast du vielleicht auch gemerkt, dass nicht so viel hochgeladen wurde. Mhm. Aber ich habe es auch ein bisschen erzählt, auch ab und zu, dass ich ja jetzt in Umzugsstress bin. Wo ziehst du denn hin? Was nach Rastatt, nach Süddeutschland. Da, wo wir herkommen, Rastatt heißt das. Rastatt? Ist das Bayern oder? Nee, Baden-Württemberg. An der französischen Grenze. Oh. Und da kommen wir ja auch her, meine Frau und ich. Und ja, back to the roots, wie man so schön sagt auf Englisch. Ich war jetzt 17 Jahre lang am Niederrhein, weil ich in Holland gearbeitet habe. Ja, für Lebensmittelindustrie. Genau. Und jetzt bin ich selbstständig seit 7 Jahren und kann eigentlich praktisch von überall arbeiten. Ja, das ist schön, wenn man so eine Freiheit hat. Genau. Da oben siehst du die 3 Windräder? Ja. Da fahren wir hin. Okay. Wollen wir nochmal im Auto benutzen, oder? Wenn wir so schöne Straße haben. Schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Breit genug ist er? Ja. Vordermann sieht er auch. Vordermann sieht er auch, ist auch gut. Das ist ein bisschen enge Kurve da. Aber man müsste eigentlich schaffen. Reifen eigenfalls. Wir fahren idealer als der LKW. Da siehst du schon die Solaranlagen auf der Werkstatt. Da. Und jetzt hier gleich die erste rechts hoch. Das noch? Ja, das passt. Ja. Aber für ein Foto, oder? Für ein Foto machen wir das, klar. Wenn das Haken. Darf ich Video machen? Jojo. Ja, kurz. Aber klar. Es ist auch im Übrigen hier die erste Solartankstelle in Niederbarge. Direkt hinter dir. Ja. Vorher war ich ja noch mal so eine Plastikfrontal, so ein angedeuteter Kühler. Ja. Da oben sind die Module. Hier auf dem Dach, das ist nur Solarthermie. Mhm. Wir haben bei uns hinterm Haus. Guck mal, die Felgen, das sind ganz keine Tesla-Felgen. Nee, das ist was anderes. Die können noch heiß sein, ne? Ja, ich merke schon. Ich höre aber irgendein Gebläse laufen. Ja, das hat sich gerade eingeschaltet, weil wir jetzt hier den Berg hochgefahren sind. Ja. Und jetzt ist hier wenig Luft um den Akku. Dann kann sein, dass der Akku ein bisschen warm ist jetzt. Könntest du denn mit dem Tesla an eine ganz normale Ladestation auch dran? So wie an unsere hier? Ja klar, das ist hier ein normaler Typ-2-Stecker, Minikus. Ja. Das würde gehen. Das würde gehen. Können wir gleich mal ausprobieren. Ja, gerne. Ja. Dann tankst du richtigen Solarstrom. Ja, so ist richtig. Genau so muss es sein. Ja, jetzt kannst du erzählen. Ja, und da haben wir hinten einen ganz großen Holz-Solarstand gebaut, 25 Meter lang. Als Dach nur Solarzellen. Das heißt also, die warme Luft, die nach oben wegströmt, zieht die kalte durch das Holz wieder durch. Man trocknet das Holz auch schneller. Wow. Ja, und dieser ganze Strom, der da, das ist eine 10 kV-Anlage. Der geht unten bei uns in einen 15 kW Akku und von da aus ins Hausnetz. Oh. Und Blockspeicherkraftwerk. Und, Blockheizkraftwerk hilft auch noch. Dann können wir gleich mal angucken, oder? Ja, gerne. Da kann ja die Tesla-Gemeinde mal gucken, wie das so funktioniert, wenn man es richtig macht. Ja, das können wir gerne machen. So, jetzt kannst du mal anstecken, Georg. Willst du machen? Ja, gerne. Auf der linken Seite ist der Anschluss, oder? Markus? Ja. Auf der linken Seite. Weiterfilmen. So, ja. So, ich schaue mir mal den Stecker an. Ja. Da können wir auch einfach den Stromspeicher dazu mal filmen. Und läuft. So, hast du gehört? Jetzt lädt er. Wir laden jetzt mit 24 Ampere. Ja, mal sehen, was hier drauf steht. Wir könnten eigentlich mit 32, aber ich habe das Ding ein bisschen mit gebremsten Schaubahn. 4 Stunden und 5 Minuten, sagt das Auto. Dann ist er voll. Ja, und zwar, das ist ja jetzt 24 Ampere. Ja. Also ich habe daheim 16 Ampere. Ja. Und das entspricht 11 kW, ne? Ja. Und 24 Ampere entsprechen 17. So. Und dann bräuchte man einen Doppellader im Tesla, also noch einen zweiten Lader. Hast du einen Doppellader? Nee. Also ich verarbeite jetzt gerade nur 16 Ampere praktisch. Fahre ich doch an, ne? Das ist, also über Nacht ist er immer voll. Ja.
Also das ist ja super, dann kann man also zu Hause den doch laden. Da haben wir neulich nämlich noch drüber philosophiert, ob man doch, zu Hause überhaupt das Tesla laden kann. Ich habe auch andere Stecker. Ja. Jetzt muss ich mal über das Kabel steigen. Kannst du mal ein Stück zurückgehen? Ja. Locker machen. Hier ist ja noch immer gut. Damit könnte man noch auch andere E-Autos laden, wie so, oder? Genau. Also ich habe hier das Kabel, das ist von Tesla. Ja. Und das ist jetzt hier ein Anschluss für die 16 Ampere Steckdose. Für eine ganz normale Kraftstrom. Kraftstromsteckdose, genau. Ja, genau. Und ich kann das von abmachen. Tesla auch mit 22. Das kann man hier abmachen. Ja. Kannst du auch rechts und links draufdrücken. Ja. Und abziehen. So. Und jetzt kann ich, jetzt gebe ich dir mal das hier, das andere Anschluss. Ach. Und den kann man da draufstecken. Ja. Das sind diese ganzen schönen Anschlüsse. Genau, und dann ist es hier normaler Schoko. Schoko ist hier auch. Da haben wir den von Renault, der wird geliefert. Ja. Das denn gemacht? Lädt der denn dann auch nur einphasig oder teilen die das einfach hier drin? Der lädt nur einphasig. Und das hier ist das Messgerät, was genau anzeigt. Genau, nee, dann ist einfach nur der Zeug dann an, dass der Strom durchgeht. Das ist jetzt von Tesla. Das genau, und das ist das Gegenstück. Auf der Seite von dem, sage ich praktisch wie deins hier. Ne? Was auch wieder in den, so in den Tesla passen würde oder in den Tesla. Genau. Das ist ein Typ 2 Stecker. Genau, der hier auch. Das ist doch genial, das System. Kannst du auch von anderen Anbietern, die aus Österreich, die Energiekick-Firma kaufen. Ja, das Witzige am Tesla ist natürlich, der Typ 2 ist ja ein Wechselstromstecker in Europa. Richtig. Aber Tesla hat den ja rangebaut hier für seinen Gleichstrom auch. Also er zieht sich ja bei dem Supercharger den Gleichstrom hier durch diesen Tesla. Aus dem Supercharger kommt direkt Gleichstrom raus. Ja, ja, genau, aber in den Stecker hier. Also das. Und woher weiß der das dann, was da kommt? Das hat er in der die kommunizieren ja permanent die Ladestation mit dem Wagen. Das ist ja faszinierend. Und hier zeigt das auch was an oder ist das nur Gehäuse vor? Ja, da ist so eine Lampe drin. So grüne Lichter, die blinken. Ja. Aber was mir gut gefällt, dass man hier mit Schüko-Stecker oder mit den 16 Ampere Dose ganz einfach arbeiten kann. Das finde ich gut. Ja, also es ist wirklich flexibel, das System. Aber hundertprozentig. Ich bin ja aus Bitterfeld bin ich gekommen. Ich aus Bitterfeld? Beim anderen Gewinner meines Preisausschreibens. Hast du und ich habe in Kassel übernachtet. Ja. Und da habe ich habe geguckt hier im System von Tesla als Destination Charger. Und da war das Schlosshotel in Kassel. Okay. Und bin ich da rangefahren. Da waren 4 Charging Points, 2 für Tesla und 2 allgemein. Und das ist ja eine Verpflichtung von Tesla, wenn die Destination Charger aufbauen, müssen die immer mindestens die Hälfte für Nicht-Teslas hinstellen. Ach, wie gut. Und die Stationen, die Ladestationen sind für die Hotels kostenlos. In Kassel? In Kassel, ja, also in der Wilhelmshöhe, auf dem Berg oben drauf. Ja. Wir hatten nämlich überlegt, mit dem Zoe am Wochenende nach Thüringen zu fahren. Das war erst so die Überlegung. Aber unsere Mädels, wir mit dem Gespann und die Mädels haben dann doch das andere Auto genommen, weil sie ein bisschen Ladeschiss hatten. Ladeschiss. Der Ladeschiss braucht man wirklich nicht haben. Anfang ist ein bisschen komisch, vor allem wenn man mal so runterfährt auf unter 10% vom Akku. Ja. Aber dadurch, das ist. Aber noch nie stehen geblieben, oder? Nee, noch nie. Einmal habe ich vergessen zu laden. Muss ich zu meinem Kunden nach Belgien fahren, habe das dann gemerkt und gedacht, oh Scheiße. Ja. Da muss ich dann auch, dann bin ich nicht schneller als 100 gefahren, dann ging es auch. Dann gehen wir hier von der Dose bis zum Stromspeicher und dann gehen wir mal bis zur Solaranlage und bis zum Kraftwerk. Die laufen jetzt hier einmal durch die ganzen Werte und da muss man einen Moment warten. Bis Total Input Power 6,3 kW, Total Export Power 4,7 kW. Ja. Battery SOC ist 51%. 51% haben wir drin. Wow. Das sind einmal die 15 Kilowattstunden. Machen den Schrank mal aus. Das ist ein Lithium-Eisen-Yttrium-Phosphat-Akku. Wow. Ja. Das funktioniert recht ordentlich, die ganze Sache. Also von hier aus geht dann auch der Strom ins Auto. Mhm. Also wir ziehen jetzt von einer Batterie aus der anderen. Wahnsinn. Ja. Normalerweise ein modernes Haus. Ja, normalerweise kann man ja auch sein E-Auto dazu benutzen, ne? Um Batterie. Also das ist so mein nächster Plan. Ja. Ich habe da was ganz Verrücktes im Kopf. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Wechselrichter und zu dem Blockheizkraftwerk. Ich will sowas bauen demnächst. Ich habe noch so einen T1, so einen VW Samba Bus. Der steht hier drüben in der Garage. Und dieser T1, mich ärgert das immer, dieser Verbrennungsmotor. Mir ist der erste abgebrannt. Wo? Ja. Der erste Bus.
wegen der Benzinleitung. Und den wollte ich im Januar verkaufen. Ja. Ja, und umbauen auf Elektro davon. Das muss man sich mal vorstellen. Da brennt mir das Ding in den Mai. Ein halbes her. Jahr, du hast ein bisschen geschützt. So, was wir fangen erst mit dem Kraftwerk an. Das ist noch ein weiterer Link. Ja, ja. Oder gehst du durch die Tür? Wir gehen durch die Tür, weil von der anderen Seite ist im Moment viel Geraffel von der Arbeiterei. Das sind zwei Häuser, die hier zusammengehören. Mhm. Und schaffen es aber so zwischen 20 und 22.000 kW Solarstrom zu erzeugen. Und das Kraftwerk macht so im Jahr vielleicht 4.000, 5.000 kW. Mehr braucht man da gar nicht von. Einfach nur zum Puffern, ne? Auch. Ja, ja. Genau. Aber seid ihr noch an den normalen Haushaltsstrom angeschlossen, ja, oder? Ja, weil wir eine Netzführung brauchen für die Anlagen. Sonst, genau. Sonst kommt man mit den Herzzahlen durcheinander. Ja, schon müssen wir den Rest noch an. Ja. Ich würde sagen, einmal hier siehst dann du geht schon. Der Richter dafür hängt unter dem Carport. Ich habe alles hier verrohrt und verkabelt. Ja, das kann sich schon sehen lassen. Aber das ist die einzigste Anlage, die den Speicher speichert. Die anderen sind alle noch herkömmliche Verkaufsanlagen. Das Modul, das gehört mir bald sozusagen, denn wir haben einen Kleingarten auf der Plattenheide. Und dort haben wir eine Gartenhütte gekauft vor ein paar Jahren, meine Eltern und ich. Und wir haben einen Schuppen dran gebaut, einen Holzschuppen, der hat ein Flachdach. Und da kommt dieses Modul jetzt im Sommer drauf. Ein Kabel habe ich schon gezogen. Hinter den Wänden geht das Kabel her, da wir eine komplette Kernsanierung gemacht haben, war dies möglich. Und im Schuppen, in der Abstellkammer in der Hütte, kommt das Kabel nun raus. Und ja, jetzt muss nur noch ein Solarmodul auf der anderen Seite angeschlossen werden und Batterien und ein Laderegler in der Hütte sein. Dann kann man wirklich eine Solaranlage betreiben. Klasse. Und hier ist jetzt der solarbetriebene Stehbiertisch aus Sondermüll. Und sonst alles aus dem Schrott. Bis auf den Laderegler. Die Batterie ist aus dem Schrott, das Solarmodul ist aus dem Schrott. Der Tisch hier, der war ein ehemaliger Zeichenbretttisch. Alles umsonst. Wahnsinn. Und den Wechselrichter natürlich, der musste auch noch für 20 Euro gekauft werden. Bis auf zwei Komponenten, alles umsonst. Und was für einen Preis hast du damit gewonnen? Den RWE Klimaschutzpreis hier von in der Arche Noah wurde der verliehen, da wo ich auch die andere Solaranlage gebaut habe. Ja, klasse. Ja. Gratuliere. Dankeschön. Cool. Erik Werkmeister. Also genau. Irgendwie, der Name ist doch Programm, oder? So ist es. Sieht man, was die Solaranlage gerade leistet. Wie viel ist das? Im Moment 3.400 Watt. Und heute wurden schon 11,4 Kilowattstunden erzeugt. Hat der hier unterm Carport, der jetzt den Akku speist und quasi... Jetzt 2.700 Watt. Ja. Also und den linken können wir uns auch mal angucken. Mhm. Ja. Der hier wird gefüttert von dem Holzunterstand, der Wechselrichter. Füttert dann den Akku und dann jetzt den Tesla. So ist der Laufplan. Hier kommen im Moment 4000 Watt an und heute wurden schon 11,3 Kilowattstunden erzeugt. Das sind die alten kleinen Anlagen. Alles schön verdrahtet, übersichtlich. Ja, ja. Wenn es bei uns auch chaotisch aussieht, aber in der Elektrik ist da schon ordentlich gemacht. Das ist deine Werkstatt hier. Ja. Und du wolltest mir gerade erzählen, wie das hier so alles entstanden ist. Ja, ja. Durch die Motorradschrauberei. Ja. Hat man entdeckt, dass Fahrzeuge, Autos und Motorräder eigentlich autark sind. Ja. Dass sie nur eben Benzin brauchen wegen der Fortbewegung, aber elektrisch sind die völlig autark. Und dann habe ich gedacht, das müsste man eigentlich im großen Stil auch hinkriegen. Ja. Und habe immer die Solarzellen beobachtet. Und irgendwann waren sie erschwinglich. Und dann haben wir angefangen, haben die erste Anlage gebaut. Dank der hohen Förderung, die es damals noch gab, konnte man das zu dem Zeitpunkt schon starten. Heute, denke ich, ist die Technik eigentlich so weit, dass sie gar nicht mehr so groß gefördert werden muss, dass sich das so schon rechnet. Und irgendwann zwischendurch kam man mal in ein Kraftwerk rein. Eine private Führung hatten wir auch irgendwie durch Leute, die hier an eine Werkstatt kommen. Das System ist ja, jeder bringt irgendwas Gutes mit. So an Wissen, an Know-how, an Technik oder das, was er macht im Leben. Und da war jemand bei, der nahm mich mal mit in ein Kraftwerk. Da habe ich mir einen großen Generator angucken können und bin dann zu dem Entschluss gekommen, Mensch, der sieht ja fast genau aus wie diese BMW-Lichtmaschinen. Ja. Dreiphasig, Kohlen,
Ja, und so ist das dann entstanden, die ganze Sache. Ne? Wie viele Motorräder hast du hier so in der Verarbeitung? Gleichzeitig meistens immer 5-6 Stück, Wahnsinn. Die man aufbaut, wo man kleine Reparaturen macht. Das sind aber alles schöne alte Dinger. Ja, das kann ich sehen. Ja, für Batteriemanagementsystem, Wechselrichter, da ist Computer richtig gut. Aber am normales Fahrzeug für Strom zu erzeugen, da reicht das, was da ist. Sehr beeindruckend, wirklich sehr. Und vielen Dank, dass du mir das hier gezeigt hast. Und auch ja, bitte. Den Freunden von Tesla, Markus. Und dieser, den konnte ich jetzt auch, ich sag mal, kaufen. Nur dadurch, dass wir ganz gut versichert waren. Und die OCC, die haben sich echt großzügig gezeigt von der Versicherung. Also der alte ist abgebrannt auf der Autobahn, aber es lag am Benzin, ne? Da Benzinleitung hingeschmolzen ist praktisch. Ja. Und jetzt hast du Versicherungsgeld bekommen und hast so glücklicherweise doch wieder investieren können. Jetzt und hab mir dieses Prachtstück hier, ja, dieses Tier 1. Ja, und hab den dann noch sogar den ganz alten, den 57er gekriegt mit Winker. Wahnsinn. Da kommen noch die Winkerärmchen raus hier. Und wir haben nur zusätzlich die Blinker drauf gemacht, ist sicherer im Straßenverkehr. Ja. Ne? Und am hinten dann auch noch die Glasecken drin. Das ist auch schon noch mal was Besonderes, weil die T1-Busse gibt es ja auch ohne die Glasecken. Ja, ich komme gleich mal drum rumgelaufen. Ja. Ja, bei diesem Fahrzeug sind die Glasecken ganz was Besonderes. Die hat es nur bis Anfang der 60er Jahre gegeben. Ja. Und die meisten T1-Busse sind alle mit Blechecken hinten. Ja. Die brasilianischen, die haben die Glasecken auch, die haben sie später noch gebaut, aber das sind dann keine originalen Samba-Busse. Ne? Und so ein Auto hat unten drunter so eine wunderschöne Bodenfläche. Das schreit nur einfach nach Akkus und Elektrotechnik. Ja, alles so. Ja, mit Kraft. Ich will nichts kaputt machen. Ja, ein bisschen Kraft. Ja, lass es. Nee, ich geh vorne ran. Ah, so, nach unten. So. Schiebedach hat er, glaube ich, auch. Jo. Ja. Ein großes Faltdach. Wenn ich das der Jana zeige hier, dann kriegt die auch große Augen. Dann wird sie auch verrückt. Ne? Ja. Wenn sie sich einen T3-Bus umbaut, das ist genau das Richtige dafür, für sowas. Ich möchte einen Käfer, also einen Elektrokäfer haben. Na, ich habe den Käfer bei meinem Lehrer gesehen an der Schule. Der hat einen Käfer, einen blauen. Und seitdem habe ich mich wirklich total verliebt in dieses Auto, weil ich das super schön finde und so elegant und noch so alt und schlicht und Benzin kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Deswegen würde ich den sehr gerne auf Elektro umbauen und das werde ich auch tun. Ob das jetzt in 5 Jahren ist oder in 15 Jahren. Auf jeden Fall, ich werde einen Elektrokäfer in meinem Leben besitzen. Ja, aber das mit der tatkräftigen Unterstützung hier deines Onkels, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das machen wir so. Das machen wir. Klasse. Ich sag mal, bis dahin haben wir auch ein bisschen mehr Erfahrung da drin schon. Und dann komme ich abends so her und berichte, wie es so weitergeht bei euch mit dem Projekt. Ja, genau. Und dann schauen wir mal, dass wir mal ein größeres Publikum noch erreichen. Und vielleicht ergibt sich ja daraus mal noch ein bisschen Impulse und vielleicht auch mal ein bisschen Hilfe auch. Ja. Die Sachen, um diese Projekte weiterzutreiben mit euch. Das gerne, man gerne. Wenn man so alleiner Kämpfer ist, dann in der Tour ist immer schwierig. Ne? Und man muss das Rad nicht zweimal erfinden. Und eine große Gemeinde, die in diesen Sachen zusammenhält, sag ich mal, ist immer gut. Ja. Ich habe auch durch mein Video, mein Interview, was ich geführt habe, mit dem Taxifahrer in Aschaffenburg und auch jetzt mit der Jana Höfner, mit diesem Projekt, auch dieses Bullis-Umbau, haben sich wieder Leute bei mir gemeldet, die auch gesagt haben, ich mache das Allergleiche, ja, und ich habe genau das gleiche Problem. So. Und da kann man sich zusammensetzen und kann gemeinsam die Probleme lösen, die es da gibt. Und jeder hat immer einen im Ärmel, der sagt, ich kann das, du kannst das oder ich kenne wieder einen, der kennt da einen. Und genau, so funktioniert es. So ist es bei mir im Geschäft auch. Ja. Klar, so geht das bei uns hier mit den Bleche zum Beispiel, wenn Erik seinen Käfer baut. Und in manchen Sachen kann ich ihm selbst weiterhelfen, aber beim Schweißen, da müssen wir dann wieder gute Karosseriemenschen kriegen. Die Elektrik kriegen dann. Ja. Und die Elektrik kannst du selber. Und da müssen wir halt nur so, wo ich mal viel drauf achte, das sind so Sachen so, das habe ich aber auch schon vor dem Brand, das sind so Sicherheitsaspekte. Ja. Dass man nicht durchgescheuerte Kabel hat und solche Sachen. Wie das also Kabel einzeln, lineal gerade an der Wand montiert und sowas. In Bougierrohre gepackt und all sowas. Ne? Ja.
als ich diesen Wagen übernommen habe hier, da schlabberten vorne in der Schnauze die ganzen Kabel, waren lose. Das war die erste Amtshandlung, das zu sortieren und um wieder vernünftig hinzukriegen. So. Auto als Hausspeicher, das ist irgendwie was Besonderes. Ja. Schlüssel steckt, kann man auch direkt losfahren, ne? Okay. Genau. Cool, dann fahren wir jetzt hoch zu der Anlage, ne? Genau, nach Ense. Einmal und dann gleich rechts fahren. Oder es war doch, ja, das war rechts. Genau, hier unten dann rechts. Klasse. Der geht auch bis 300 kW Akkuleistung rausziehen. Mhm. Schlagartig? 422 PS hat er. Also die kleinen Motoren. 300. Der 100 hat er bis 400 kW rausgezogen. Das ist ja. Ich staune immer, dass die Wicklungen das so abkönnen, dass die nicht, wenn die so schlagartig Strom kriegen, dass sie nicht heiß werden und einmal stinken und dann war es das. Ne? Ich glaube, das ist auch die Herausforderung von dem Ganzen. Ja, ja. Ja. Ist mir das Luftfahrwerk hochgestellt? Wie, ist hier auch ein Luftfahrwerk? Ja, wird alles hier vorne, kannst du gleich mal angucken, der Touchscreen ist ja hier vorne. Man hat zwei Knöpfe. Ja. So, machen wir der Standard. Jetzt geben wir mal Gas. Oh. Ja. Das ist jetzt auf nasser Straße gewesen. Ja. Das ist immer wieder. Ja. Sauber. Wie ins All geschossen. Ich hatte jetzt vor zwei oder drei Wochen war ich beim Probeschnuppern zum Segelfliegen. Da wurde man auch mit den Segelflugzeugen hier auf dem Bages Flugplatz hochgezogen. Rechts oder? Nein, mal. Geradeaus, weiter geradeaus. Ja. Hat der Typ uns da erzählt, oben auf dem Berg steht ein V8, 7,4 Liter Hubraum, 400 PS Benziner. Mhm. Und die meinten dann mit den leichten Segelflugzeugen, dass man so in knappen 3 Sekunden auf 100 geht. Da denkt man ein mit Schwarzfahren, so stark ist das. Das ist schon ein bisschen schlau. Da müssen auch die Segelflugzeuge für gebaut sein, ne? Nicht, dass dann irgendwie die Flächen. Aber wie Spaß die Ohren gemacht anlegen, hat. Ne? Ja, die Ohren anlegen, ja. Oder den Haken rausreißt da unten, ne? Ja. Das macht Spaß. Ich wollte auch schon mal segeln, aber ich habe mich von dem Flugthema verabschiedet, nachdem mein Chef mit seinem eigenen Flugzeug abgestürzt ist. Oh. Und mit unserem Buchhalter zusammen. Ach gut. Ja. Und da war das Thema für mich erstmal weg. Der wollte auch, dass ich Hubschrauber fliege und so. Ja. Nee, ich war nur beim Segelfliegen. Deshalb. Die schönste Art des Fliegens ist wirklich Segelfliegen. Ja, ich hatte dann an dem Tag traumhaft schönes Wetter. Ja. Ist dann wirklich cool, wenn man. Dann haben mich die Leute auch machen lassen. Das sind Zweisitzer, ich saß vorne. Ja. Wenn man das, passiert das, wenn man das linke klar, wird man das und so, das konnte man wirklich gut ausprobieren. Ja, mhm. Jetzt hast du eigentlich gerade die Hi-Fi-Anlage? Nee, Standard. Standard. Geradeaus noch, ne? Geradeaus. Standard reicht mir, ich höre nicht mehr so viel Musik wie früher. Okay. Und im Tesla genießt man eher so die Ruhe auch. Das finde ich bei uns im Zoo allerdings auch. Mich ärgert bei uns im Zoo schon der Tongenerator da bis 30 Stunden. Den kann man aber ausstellen. Oder? Ja, aber der stellt sich automatisch immer wieder ein. Die geräuschlose Beschleunigung, das ist faszinierend. Wir haben schon seit Start 0,8 Kilowattstunden verbraucht. Das ist 4,6 Kilometer gefahren. Wo ist der durchschnittliche Verbrauch? Ja, ich habe zwei Dinger laufen. Einmal den von Anfang an. Ja. Das ist der hier. Du hast 5500 Kilowattstunden bisher verbraucht. Genau. 25.000 Kilometer. 221 Wattstunden. Schön Durchschnitt. Mhm. Bist du das gefahren zu den Abonnenten? Also zu den. Das war es seit gestern. Boah, da bist du ja mal ganz schön rumgejuckelt. Ja, das ist Bitterfeld und zurück. Ja, Bitterfeld ist ganz schön weit. Bitterfeld und zurück und jetzt hier. Und dann, wenn ich daheim bin, nochmal 100 was Kilometer. Ja. 1200 Kilometer in zwei Tagen. Ja. Also gestern war ich auch ganz schön groggy, muss ich sagen. Also war schon viel. Das gibt es jetzt auch mal mit dem Laden? Das ist ja seit meinem eigentlich. Können wir mal reinkommen? Ja, klar. Gut. Schluss drin. Ach, das ist ja. Strudelfuß. Was gibt es da mit dem Laden? Da ist auch noch was. Ich auch noch. Geht das hier auch hoch so? Nee, das geht nicht. Du bist fest drin. Achso. Ach, hinten ist eine Klimaanlage, ja. Da ist auch ein bisschen schmutzig, weil da habe ich auch ab und zu mal hier den Saugnapf drauf. Ja. Für die Kamera. Also, ne?
da haben die ein echt schönes Auto entwickelt. Man holt sich auch wieder gleich die KWs, ne? 50 auf minus 50 ist er gerade gegangen beim Bremsen. Ja. Minus 40. Und ich bremse nicht, ne? Hält es fast automatisch an. Hast du das Kriechen eingestellt, dass der von der Bremse langsam... Habe ich ausgemacht, finde ich so viel cooler. Weil du kannst dann, wenn er denn steht, drückst du drauf und dann haut er die Feststellbremse rein. Dann kann ich wieder vom Gas runtergehen. Hier rechts ist das meine Höhe. Ja, hier nach Ense. Da an den gelben Schildern da vorne. Genau, da rechts. Genau, Bremen. Bremen, Ense ist das bei uns hier. Jetzt links halten und erstmal geradeaus. Ja, das ist eigentlich ganz praktisch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du diesen Gerichtmodus drin hast, ist dann wie eine Automatik. Ja, ja. Das ja dann, fährt er wieder los, wenn du runtergehst. Aber der bleibt jetzt stehen. Ja, und hat ohne jetzt gerade die Bremse berührt zu haben, ist er runtergegangen. Das macht er automatisch und löst auch, sobald du Gas gibst, oder? Ja, löst er wieder. Ja. Nee, ich habe jetzt gebremst. Sonst hätte er auch die Feststellbremse nicht reingemacht. Und der Kriechmodus ist eigentlich so wie ein Automatikmodus. Ja, das ist also immer, er hat so einen Schlupf, ne, wenn er steht. Mhm. Man muss auf der Bremse bleiben mit dem Fuß, damit er nicht losfährt. Ja. Daran ist man ja gewöhnt als Automatikfahrer, so sozusagen. Ja. Aber ich habe das ausgeschaltet, weil ich das so viel cooler finde. Ja. Und da kann man auch so ein bisschen ausrollen und so. Und dann nimmt halt eben auch den Strom ganz raus. Anderes Fahren, ne? Das macht richtig Spaß. Ja. Muss man gleich grinsen. Ja, ja, genau. Meine Gabi ist nie so auf Beschleunigung aus gewesen. Nee, Frauen mögen das nicht so. Aber jetzt bei dem Zoe, das Eco hat sie fast nicht mehr drin. Und bei uns gibt es eine 84-jährige Frau, die fährt noch einen alten Käfer. Ihr Resi, oben aus dem Dorf. Und da war sie neulich hinter ihr und sagt, da rief Resi uns erstmal an. Da sagt sie, Georg, sag mal, ich kriege ja gar keine Schnitte mit meinem Käfer gegen euren neuen. Ist das auch was für mich, das Elektroauto? Sagt sie. Fand ich total gut. Eine alte Käferfahrerin. Ich habe am Anfang Angst gehabt, das ist nicht sportlich genug, weil ich bin BMW gewohnt gewesen, so sportliche Autos. Ja. Aber der ist viel sportlicher als ein BMW. Man kann viel schneller um die Kurve mit, weil er so einen tiefen Schwerpunkt hat. Ja. Was hatte denn dein BMW vorher für eine Fahrleistung? Das war ein 530er. Also okay. Der hat einen 6-Zylinder-Motor mit 260 PS. Ja, ging auch schon ganz gut. Ja. So, aber trotzdem, ja. Langweilig. Ja, langweilig. Ja. Genau. Da hatte ich mal einen A4 jetzt, wo ich meinen Kunden besuchen musste in Belgien. Von Karlsruhe aus bin ich mit so einem Diesel, mit so einem 2-Liter Diesel gefahren. Ja. Nie wieder. Das war furchtbar. Ich habe Kopfschmerzen gehabt am Ende des Tages von dieser Vibration auch. Ja, ja. Das bist du nicht mehr gewohnt. Ach, Diesel. Du kannst mir sagen, was du willst. Diesel gehört in eine Rüttelplatte und in den LKW, nicht in den PKWs. Neuen Dreier, da wird sogar ein CCS-Lader drin haben. Aha. Ich wette drauf. Was heißt das? Warum denn CCS-Lader? Weil der auch. Der wird, weil das ja, was der Tesla-Lader ist ja ein CCS, der obere Teil vom CCS. Ist ja auch jetzt der jetzige Tesla-Lader schon. Das ist ein Typ 2-Stecker. Ja, ja. Und unten sind noch zwei Pole für den Gleichstrom. Und das ist ja für Tesla dann kein großes Ding, dann noch diese zwei Pole rum dort dran zu machen. Nee. Und dann kann über CCS nämlich auch geladen werden. Und CCS ist ja und diese. Da oben dann rechts rein gleich. Okay, ist ja die Zukunft für Europa, ne? Generell. CCS haben sich ja alle geeinigt. Ja, Schademo wird doch jetzt so langsam verdrängt. Das wollen sie ja nicht. Du hast auch schon das gute Wetter organisiert wieder. Mhm. Und wahrscheinlich hast du das so organisiert, dass wir jetzt schwarze Wolken haben, wo man so dagegen fotografieren kann. Ja, das ist ein ideales Bild. Boah, da hat es aber ganz schön gekachelt hier. Ja. Nee, das Model 3 wird CCS haben, da gehe ich jede Wette ein. Und damit kann man das überall hier haben. Rechts. Überall in also Europa. Die Kurve. Ja. Hast du eigentlich einen Schademo-Adapter? Ja, der ist vorne dran. Schon mal gebraucht? Noch nie gebraucht. Einfach die Straße geradeaus. Da stehen sie schon. In einer mittleren großen, die jetzt hier neu gebaut wurde, da ist unten eine Ladestation. Da ist so ein Turmelement hingelegt. Das ist ja klasse. Habe ich bei Going Electric entdeckt. Da war ich auch begeistert.
entscheiden, ob ich eine Abschiedsfeier mache. Weil wir ziehen ja aus, wie gesagt. Ja. Und ob wir am Freitag, Samstag eine Abschiedsfeier geben. Kommt aufs Wetter an. Ich habe gerade eben im Radio gehört, Freitag ist kein gutes Wetter. Ja. Also vielleicht eventuell Samstag. Wir müssen so ein Straßenfest machen. Ach so. Ne? Das muss ich heute Abend entscheiden. Und dann muss ich dann entsprechend die Einladung drucken. Dann morgen muss ich nach Belgien, nach Liège, den Kunden abholen vom Bahnhof. Es sind vier Franzosen oder drei Franzosen, die da kommen. Ja. Die fahre ich dann zur Firma. Und dann, wie ich jetzt auch gerade gesagt habe, lasse ich die einfach da und fahre dann wieder nach Hause. Wann ist es soweit, dass man das so wegziehst mit deinem? Ja, jetzt dann. Also dann, jetzt ist dann nächste Woche zieht mein Sohn aus. Der ist eigentlich jetzt schon fast ausgezogen. Okay. Da helfen wir denen noch ein bisschen. Und dann am Donnerstag ist er von Leichnam. Da hat unsere Tochter Geburtstag in Köln und die. Ja. Und dann fahren wir nach Süden, nach Rastatt, wegen, da kommen die Einbauschränke. Wir sind mal eine halbe Woche in Rastatt und dann fahren wir wieder her. Packen den Rest zusammen und dann geht es am Montag los, am 26. ziehen wir um, also aus. Mhm. Und am 27. ziehen wir ein. Und dann sind wir weg. 17 Jahre haben wir im Niederrhein gewohnt. 17 Jahre? Ja, jetzt gehen wir wieder in den Oberrhein zurück. Okay. Wo kommst du weg vom Niederrhein? Ja, jetzt sind wir in Brüggen, also direkt an der holländischen Grenze, weil ich habe in Holland gearbeitet früher. Ich bin für den Job eigentlich hergezogen gewesen. Okay. Jetzt bin ich wieder unterwegs von Ulla nach Hause an den Niederrhein. War ein super Meeting jetzt mit Erik und seinem Vater Jörg und dem Georg. Und ich bin sehr beeindruckt von den beiden. Jetzt geht's nach Hause. Ich filme jetzt mit meinem iPhone, weil alles andere sind die Akkus leer. Hier ist noch meine GoPro, die geht schon gar nicht mehr. Und wir sind jetzt gerade hier, südlich von Recklinghausen. Und es geht nach Hause. Wie ihr eben gesehen habt, schon über 1100 Kilometer gefahren, die letzten zwei Tage zusammengenommen. Und jetzt im Autopilotmodus 150. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich habe eben noch meinen Finger gehabt auf dem Mikrofon. Auf jeden Fall geht es nach Hause. Oh, ich muss mal kurz das Lenkrad anfassen. Und ich freue mich schon auf Füße hoch und ein bisschen erzählen, was ich alles erlebt habe. 17.38 Uhr sind es, 19 Uhr komme ich an. Ich habe vollgeladen und kam in der Supercharger auf 100% inklusive Balancing und düse jetzt mit 120, weil gerade eben war Beschränkung auf 120, düse ich nach Hause. Macht's mal gut, wir sehen uns wieder. Ciao, ciao. But you never can tell all the lovers we were diving for. Ja, jetzt bin ich endlich angekommen. 18.41 Uhr in Born. 1209 Kilometer gefahren. 268 Kilowattstunden verbraucht. We were diving for today.